Heute brachte der Wind purer Schnee. Ich schaue aus dem Fenster, schreibe das hier, trinke Kaffee und bereite mich auf meine tägliche Routine unter den Bedingungen der Isolation und der Ausgangssperre vor. 15 Minuten Workout nach 15 Stunden Fasten. Wer sich eine Isolationsroutine leisten kann, kann sich in diesen finsteren Zeiten glücklich schätzen. Vor 2 Tagen erreichte uns nach dem Aufwachen die Nachricht, dass es in Zagreb ein Erdbeben gegeben hatte. Nachdem obsessiv Nachrichten geschaut worden waren, nachdem der Rauch sich verzogen und der Schutt weggeräumt worden war, blieben die sozialistischen Hochhäuser stehen. Die Triumphe des Modernismus, die hohen Riesen und Riesinnen in den Parks, um sie herum ist alles grün, Stille und Vögel. Und die Hochhäuser stehen da und legen davon Zeugnis ab, dass es auch anders hätte gehen können. Vielleicht wäre alles anders gewesen, hätte man an den öffentlichen Sektor geglaubt. Hätte der Kommunismus nicht eine historische Niederlage erlitten, wäre unser Land Jugoslawien nicht blutig zerfallen und hätten wir uns nicht mit der Architektur des Übergangs, mit einem neuen Stadtbild in den Hauptstädten und mit einem folkloristischen Rechtspopulismus als kollektive Weltanschauung abgefunden. Hochhäuser und alte Menschen. Sie können noch Zeugnis ablegen von dem, was von der Propaganda der Moderne, vom Sozialstaat und von der Idee der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft übrig ist. Die Hochhäuser gelten schon lange als Schlafstädte, Ghettos, eine fehlgeleitete architektonische Idee. Die alten Menschen sperren wir nun in eben diese Hochhäuser oder in andere Wohneinheiten ein, unter der Annahme, dies sei zu ihrem Besten. Der Staat hat die alten Menschen kollektiv in einem Aufwasch allesamt in Hausarrest befördert. Als finaler Akt in einem Krieg gegen die Alten, der schon seit geraumer Zeit geführt wird. Ein Krieg, in dem ihnen das Recht auf ihre Erinnerungen aberkannt wird. In dem ihre Erfahrung degradiert wird. In dem sie als nicht ausreichend produktiv für die ausbeuterischen Anforderungen unseres Alltags erachtet werden. Und wie leicht es war, das alles durchzuführen. Wie leicht es war, in 2 Schachzügen ein repressives System zu aktivieren, die Bewegungsfreiheit einzuschränken, Denunziantentum und Spionage zu fördern und all das, was damit einhergeht. Das, was die Anarchisten schon seit langem unermüdlich wiederholen, dass nämlich der Polizeistaat überall ist, stellte sich als richtig heraus. Die Angst wird uns disziplinieren und dem repressiven Apparat die Argumentation liefern, um zu behaupten, er habe rechtens gehandelt. Die Katastrophe sei abgewendet worden, die Bevölkerung sei am Ende gerettet worden. Die westeuropäische Stadt. Ein einzigartiger Organismus, beruht auf einer endlos großen Verflechtung von Menschen, Maschinen und Gebäuden. Diese Einheit der Modernität und der Weiterentwicklung ruft nun mehr denn je in unserem Leben zuvor, also abgesehen von der Belagerung im Krieg, Schwermut hervor, teilt uns auf in Mikroeinheiten, die in ihren Wohnungen eingeschlossen sind, abhängig vom Internet und von der durch das Internet genährten Illusion, wir könnten irgendwas tun oder diese Situation gedanklich erfassen. Unsere Wohnhäuser, unsere privilegierten Gefängnisse sind für diejenigen, die sowas überhaupt haben, nunmehr die einzigen sicheren Orte. Jene Orte, wo wir gehorsam sind und wo wir den Traum der Mittelklasse träumen können. Wir lernen Fremdsprachen, hören Podcasts, schauen Serien, scrollen durch die Nachrichten und am Ende versenken wir uns in der Dystopie des Essens, lesen Foodblogs, kochen obsessiv. Für mich gibt es kein Nachdenken über die Zukunft ohne Kollektivität. Heute ist der Moment, in dem meine politische Imagination gegen die Wohnungstür klopft, die zu öffnen ich nicht wage. Für jeden anständigen Machthaber kann eine Welt, bestehend aus Menschen, die unter Kontrolle und unter Verschluss sind, nur die Erfüllung eines lang gehegten Traumes sein. Das Problem ist, aus dieser Perspektive kann sich auch meine Fantasie keine bessere Welt vorstellen. Jedenfalls keine mit Menschen darin.